Meine Sehr und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von BrickForce zusammen mit dem BrickEier 01. Jo, Tag. Jo, und wir zocken heute wieder im Zombie-Modus, was ihr inzwischen schon gewohnt seid, den auch wieder haten werdet. Ist mir aber scheißegal. Weil der vor mir ist. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh nein! Oh, Alter, mein Herz. So, und worüber ich gerne reden wollte, was mir auch persönlich wichtig ist, ich denke mir ja immer spontan ein Thema aus. Letztes Mal war es eine Mutter, das Video ist noch nicht drin, ja? Letztes Mal war es eine Mutter, die ihr eigenes Kind bei der Polizei angezeigt hat. Das Kind war übrigens 13, ja? Geile Mutter. Und ja, da würde ich ja jetzt mal, mein neues Thema wäre jetzt, ihr habt bestimmt alle schon gesehen, alle, die zumindest aktiv zum BrickForce spielen, der neue Valakai-Hack-Client-Trailer wird am Ende Februar 2014 rauskommen. Scheiße. Ende 2014, Februar 2014, so knapp gegen Ende, wird er den neuen Hack releasen. Es gibt auch jetzt schon ein paar Spieler, die ihn haben. Ja. Und da will ich einfach mal so denken, Leute, bist du runtergefallen? Ja. Du bist ein ganz schöner Lauch, weißt du das? Das Beste war, auf der Map ist mir genau dasselbe passiert und dann werde ich Zombie. Das habe ich so gefeiert. LOL. Ja klar, jetzt rennt der Kleine wieder Weltmeister oder was? Ey. Geht doch. War ziemlich geil. Hey Leute, bist du gerade an diesen einen vorbeigerannt? Ja, der hat mich nach No Kill gefragt und so. Ich mache eigentlich nie No Kill, aber der fragt mich so oft, dem habe ich einfach so standardmäßig schon bald No Kill. Ist wie so mit Happy bzw. Easy. Boah, wenn er mich überholt, dann muss ich den ja sogar schlagen. Nicht, dass der mehr Score macht als ich, das geht nicht an. Ja, der hat schon fast mehr. Ja, ich weiß, deswegen, ja. Warte, ich stick den weg. Okay, er ist ein bisschen schneller als ich, aber das ist kein Problem. Alter, der Typ rennt einfach mal an dem vorbei, sehr gut. Er ist hinter dir. Warte. Okay, er rennt da lang. Oh, das wird mir bald zu langweilig, ey. Da soll jetzt mal, es soll wieder was passieren. Geht doch. Durch meine Mind-Skills habe ich diesen Willi Ost, ja? Aus Osten, das gute Deutschland. Das gute deutsche Reich. Ich habe auch gerade meine Arme wie zum alten reichsdeutschen Gruß erhoben. Nein, Spaß. Jetzt muss ich dir erzählen, einer meiner Kumpels da meiner Schule einen Klassenleiterverweis bekommen, weil er während der Musik-LK, als ihm langweilig war, einfach mal Sieg Kai gerufen hat. Und dann auch schön diese Stretch-Arm-Übung ab in den Himmel. Das fand ich ziemlich geil. Auf jeden Fall was anderes. Ihr seht schon, ich liege in Führung. Sieg Kai! Boah, hoffentlich wird das Video jetzt nicht von YouTube gesperrt oder sowas. Ja. Kennst du Führerbunker TV? Nee. Der ist sau lustig, das ist so einer, der ist auch so hinter und da kriegt, das finde ich sau lustig, was er da raushaut. Oh fuck. Boah. Alter, haut der echt einen Double Kill raus, der Junge. Mensch. Müsste man nicht so im Nahkampf bei Zombies. Oh shit. Ja. Ja, da war mein Warp hier gerade alle. Bock, den Clan zu machen. Mr. Skillpro ist der beste Freund von XP Gamer. Warte. XP ja, Gamer. Loads da, ne? Ah, ich bin hinter ihm, aber der will. Ja. So, HMI ist der letzte, der noch lebt, ne? Jawohl, erstmal dippen. Ihr seht es. Ihr seht es, XP Gamer 500 ist ein ziemlicher Assi. Der kriegt Mr. Skill Pro, weil seine KD besser ist. Und er war vorher Step im Clan, der Mr. Skill Pro, ja. Ja. Er habe 0,01% bessere KD. Leute, wo fresse ich denn überall? Ich hab nix mehr, nein! Ja, boah, ja genau, und auch noch Brickshot, ey. So, jetzt darf ich mir die Eier kraulen und zuschauen, wem schaue ich denn am besten zu? Was ist das denn für eine Waffe, was dieser Johnny O hat? Wo ist der? Nahkampfwaffe oder? Ach nee, die, das ist so eine Sci-Fi-Waffe. Ja, die macht irgendwie aus, so Raketen oder so. Hab ich noch nie gesehen. Hast du diese seltenen Waffen von BrickForce gesehen? Diese Rare Items, die es bisher nur irgendwie ein einziges Mal gab oder so?
Meinst du diesen Toy-Boomer oder so? Nee, das sind so viele Sachen, aber ich gebe dir ein Beispiel. In der frühen Alpha-Phase von Brickforce, wo nur Infernum Zugriff auf den Server hat und das auf dem Test-Server war von Infernum, gab es noch das Messer als Nahkampfwaffe. So ein grünes. Jetzt mal als Beispiel. Oder noch eins, ich weiß, wie da, du kennst doch Klons Helm, ne? Ja, klar. Pass auf, ich weiß, wie du den damals beim Original-Event bekommen hast. Da war ich damals leider noch nicht aktiv, das war einmal so eine Aktion zu S1. S1 habe ich noch gar nicht gespielt. Ich auch nicht. Ich habe so einen Tag was, glaube ich, eine Woche nach Beginn von S2 angefangen. Was macht denn der hier? Ist der zu betrunken zum Spielen? Oder guck dir mal Raul an. Sehr gut. Hat der richtige OP-Waffen dabei? Auf jeden, ey. Vor allem viele haben die Black Widow gemaxt. Das ist so sinnlos einfach nur. Wieso maxt man eine Black Widow? Ich habe den Schraubenschlüssel max ab. Aber der ist eigentlich ganz cool. Lol, ich stand sogar auf der Mauer gerade drauf. Ich stand auf der Mauer. Alter, der lebt. Alter, schon wieder. Warte. Nein! Prämie weg. Ich hab mir das jetzt verliebt. Ich probier's auch mal. Ah, scheiße. Lol. Oh Gott, dieser Lämmer. Ja, mein Nate hat den gekillt sogar. Lol. Alter, wo ich überall fresse. Oh. Das ist der Hammer. Alter, wie es im Chat gerade abgeht, ey. Ja. Wie guck ich denn zu? Ich guck dir mal zu, warte. Oh ja, ist klar. Go, Brick. Ah ja. Bist du in der Spider-Master eigentlich mit einem Magan Zombie weg, warte. Ja, okay, der kommt da. Ja, der eine fängt die ganze Zeit. Nice, Double Kill. Oh, mach doch mal einen Header, Junge. Mensch, so schwer ja, ist es nicht. Ich muss mal mit dem Scope spielen. Wenn du vergisst es, auf dem Scope gehst du nur so auf halbe Entfernung. Weil das ist voll krass, mit dem Scope kannst du nur auf so halbe Entfernung schießen. Auf Nahkampf musst du mit dem Scope einfach Luck haben, dass du was triffst. Du noch drei Leute, die überlebt haben. Zwei. Du bist gleich Last Man Standing, pass auf. Doch, war Rückschlag. Hinter dir. Nein. Ah, nein, egal. Lol, kennst du Easy, der hat auf der Map fast 10.000 geschafft. Lol, ohne Spaß. Du hast gleich einen Score wie ich. Ja. Easy hat einen 14.000er. Nee, Happy war das. Happy hat einen 14.000er Highscore aufgespielt und zwar komplett fair. Okay. Der hat sogar mehr als Johnny. Ah. Muss ich einfach mal sagen, richtig nice. So, Muster, ich habe schon wieder mehr Score. Im Score-Battle, ja, auf meiner Map zu verlieren, na, das geht nicht. Ach, das ist dein, ne? Nein, aber meine Lieblings-Map, muss ich sozusagen. Meine Heim-Map, oh, ich hab Heim-Vorteil. Da kommst du trotzdem nicht ran. Ja, ich weiß, er ist auch weg. So, ja. Double-Kill, Double-Brick-Shot. Mal gucken, ob ich noch ein paar wegholen kann. Viele werden sie nicht mehr werden. Nein, oh, ich hab gedacht, ich kann bei dir von hinten kommen. Schade. Da denkst du dir so. Ja. Oh shit! Bobby alle! Bobby alle! Great kill, ja. Das ist gerade ganz gut. Lol, wie du dich gerade gepoppt. Ah, das liegt an meinem Kopf. Lol, das ist hart. Nein! Nein! Ja! Scheiße! Ich bin einfach zu laut im Zombie-Modus. Das ist so, aber in einem anderen Modi bin ich einfach so der Berufsrager. Weil ich normal. Jawohl! Fast da! Fein! Einfach mal so im Gefecht des Elans. Einfach mal habe ich den Typen, mit dem ich noch Kill mache, angelegt. Nein! Ich hab dich verfehlt! Nein! Scheiße! Nein, jetzt kommt er. Nein! Wie kann das denn sein, ey? Boah, wie so ein Betrunkener einfach mal daneben geschlagen. Alter. Na, 5000 Punkte schaffst du. Ihr habt mich alle verletzt, jetzt bin ich sauer. Und er lief. Vor allem, kennst du, wie... Oh Gott, es gab mal so einen Typen, der hat mich übelst gehatet, weil ich dem 2-2 mehrmals gefarmt habe. Dann hat der MLP,
dieser Janimus04, ne? Der hat auch einen YouTube-Channel mit 100 Abonnenten. Der Typ ist 8 Jahre alt. Wer abonniert bitte ein 8-jähriges Kind, was noch schlecht mit Rick Force ist? Also nicht, dass ich dem seine Aussicht missgönne. Na gut, eigentlich schon, aber... Der Typ war schlecht und scheiße und trotzdem hatte der mehr Abos als ich. Das hat mich voll aufgeregt. Weil wenn jemand gut sagt, mal zum Beispiel, wie heißt er? Och Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Der hat voll die sympathische Stimme. Also wenn du bei dem zuhörst, da hörst du, der fühlt sich echt gut unterhalten, der fühlt sich bald erotisch angezogen. Ice Mew war das, glaube ich. Der hat echt eine geile Stimme so zum Kommentieren, da kannst du dir echt einen drauf runterholen, weil die so geil ist. Dem gönne ich auch seine 1000 Abos, aber so zum Beispiel Mr. Ira, okay, der macht gute Let's Plays und ich will jetzt auch nicht gegen ihn haten. Aber der klingt bei jedem seiner Let's Plays so depressiv. Ja. Also ich meine, es gibt nur einen einzigen Menschen, den ich seine Abos nicht gönne, und das war dieser Janimus04. Der hat mich zugehatet, war 8 Jahre alt, war dumm wie ein Stück Brot und hatte irgendwie 300 Abonnenten. Und ich will jetzt nichts gegen die Abonnenten sagen, aber wer dem abonniert, der muss einfach behindert sein. Geistig behindert, geistige Lähmung, Totalschaden. Oder geistige Umnachtung oder sowas. Aber gut, jetzt genug von meinem Problem. Also falls du mal groß rauskommst, dann schuldest du mir eine 20er PSC fürs Pushen. So Leute, das war die Zombie-Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann gleich beim nächsten Play wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss. Oh Leute, jetzt habe ich noch einen Screenshot gemacht. Ciao.